Lea, 12 Jahre, behauptet, ich erkenne alle Hits der 70er Jahre, selbst wenn die Texte und Melodien verschiedener Titel miteinander vermischt sind. Und das kann ich besser als Peter Maffay. Lea und Peter bekommen abwechselnd jeweils einen Songausschnitt live im Studio vorgespielt. Dabei spielt die Band die Melodie eines 70er Songs, während Stefanie den Text eines anderen Songs aus den 70ern dazu singt. Für jedes richtig erkannte Lied aus dem Mix gibt es einen Punkt. Wer nach 4 Aufgaben mehr Punkte hat, gewinnt das Duell. Nein gegen Groß, auf los geht's, los! Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie sich das anhören soll, eine Melodie mit einem ganz anderen Text. Aber Lea, es ist deine erste Aufgabe. Was hast du erkannt? Was hast du gehört? Die Melodie ist More Than a Feeling von Boston und der Text ist Yes, Sir, I Can Boogie von Baccarat. Und das ist richtig, wow. Jawohl. Und damit ist das der erste Punkt für Lea. Wow. Richtig. So, jetzt kommen wir zur ersten Aufgabe für Peter. Stefanie, einmal mehr so eine fantastische Live-Künstlerin. Ja, fantastisch, ne? Und auch das klingt Rough super. Cats. Großes Kompliment. Ja, Peter, wenn du jetzt noch was erkannt hast von den beiden Songs. Ja, ich würde sagen Kings, Lola und Smoke on the Water, Deep Purple. Das ist richtig. Ich weiß nicht, wie es Ihnen zu Hause geht, aber da kann man sich gut reinhören und großen Spaß dran haben. Lea, deine zweite Aufgabe. Vogelfrei war mein Herz, wusste nichts von der Liebe, was es heißt, für immer treu zu sein. Nur ein Spiel war die Welt, überall hat sich Freunde und doch war ich so allein. Lea, was hast du gehört? Ja. Die Melodie war Stairway to Heaven von Bob Dylan und der Text war Dann kamst du von Vicky Leandros. Okay, Stairway to Heaven stimmt und es ist von? Bob Dylan. Ja. Oh, das hilft. Jetzt sagt sie gleich The Eagles. Ne? Fällt sie nicht ein? Nein, nein. Led Zeppelin wäre es gewesen. Ja, ja. Ah, Led Zeppelin. Also ein Punkt für Lea. Es ist ein großes Repertoire bei den Hits aus den 70ern. Ja, Peter, hier ist deine nächste Aufgabe. She keeps them away and Shandon in her pretty cabinet. Let's meet cake, she said, just like Marie Antoinette. She's a killer queen, killer queen.
Also der Song ist Let It Be, Beatles. Mhm. Proud Mary, CCR? Nein. Nein? Du kannst es sagen. Das ist Killer Queen von Queen. Der Song war Killer Queen von Queen. Also auch für Peter in diesem Falle nur ein Punkt. Ja. Es bleibt unentschieden. Entschuldigung, ich wollte gar nicht lange unterbrechen, aber wenn euch die Challenge gefällt, dann abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und denkt an die Glocke. Ne? So, jetzt geht's weiter. Und nächste Aufgabe für Lea. Also, den Text weiß ich. Ja. Highway to Hell von AC/DC. Ja. Das ist schon mal richtig. Ja, ja, ja. Das tue ich. Applaudieren. Ich bin mir nicht sicher, aber Sultans of Swing von Dire Straits. Ist richtig. Jawohl. Du hast wieder zwei Punkte draufgepackt und Peter. Alles klar auf der Andrea Doria, Udo Lindberg. Ja, wer hat's nicht erkannt? Und Paranoid, Black Sabbath. Jawohl, auch das stimmt. 5-5. Und wir haben für beide noch jeweils eine Aufgabe jetzt. Letzte Aufgabe für Lea. Grandios, grandios. Die Melodie ist griechischer Wein von Udo Jürgens und der Text ist Wish You Were Here von Pink Floyd. Das stimmt. Bravo. Zwei Punkte oben drauf, du bist bei 7. Das wäre ein cooles Spiel für Wer steht mir die Show, oder? Ja, das wäre wirklich cool. Ja, die haben noch ein ganzes Repertoire. Ja, also. Super. Ich komme auf euch zu, ich schreibe euch eine Mail. Ja? Alles klar, letzte Aufgabe für Peter Maffay. Und wenn er die auch richtig löst, geht's ins Stechen. Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Micha mein, Micha und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So lauten lud sich mein Leid ins Himmelblau. Hey! Du hast
Peter, sag an. Eine sehr geile Version. Ja. Nina Hagen, du hast den Farbfilm vergessen. Ja. Und der Song ist von Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Auch das stimmt, jawohl. Und damit haben wir ein Unentschieden und wir gehen ins Stechen. Die Entscheidung fällt mit einem letzten Song. Ein Song für euch beide. Wer schneller den Arm hebt, darf als erstes antworten. Okay. Ist die Antwort richtig, gewinnt man das Duell. Ist die Antwort falsch, darf der andere noch mal antworten. Ja, so sieht's aus. Wenn beide falsch sind, nur dann gibt es noch mal ein neues Stechen. Alles klar. Hier kommt die Entscheidung. Hier ist das Stechen. Der Text ist Behind Blue Eyes von The Who und A Cold as Ice von Foreigner. Das ist richtig! Jawohl! Da kann man nichts mehr hinzufügen. Lea, komm zu mir! Peter, du bist so jung geblieben, aber das ist ne, in den Reflexen gegen die ganz Jungen. Keine Chance. Ja, da hat man dann nicht mehr die ganz große Chance. Große also, Lea gewinnt unser Hits der 70er-Duell. Wenn ihr mehr coole Musik-Challenges sehen wollt, klickt hier.